Da die seltsamen Anrufe der Betrüger nicht nachlassen, gibt's heute noch eine bunte Tüte der skurrilen Anrufer von eurem Callcenter Crusher. Auch heute kann man sich nur wundern, dass die Scammer meinen, mit diesen Maschen Geld zu bekommen. Man sollte nur im Hinterkopf behalten, dass die ja vorgeben, ein seriöser Finanzdienstleister zu sein. Habt Spaß mit diesem Video, nach dem Intro geht's los. Ja, bitte. Herr Lossmann, guten Tag. Guten Tag. Marcel Gas am Apparat. Und zwar, wer bitte? Ich bin nämlich bezüglich. Marcel Gas ist mein Name. Ich habe gesehen, dass Sie eine Anmeldung bei uns gelassen haben und sich interessiert haben zum Online-Handelungsprozess. Stimmt das? Ja, das ist aber schon eine Weile her, ja. Also, vor einer Woche sehe ich das. Also, 14.12. war das. Ja, eben. Ist doch schon eine Weile her. Ja, aber bis jetzt hat keine meiner Mitarbeiter ihn erreichen, deswegen, ja. Okay. So, und Sie haben noch keinen Ansprechpartner, der Sie betreut und haben Ihr Handelskonto noch nicht aktiviert? Nee, offensichtlich nicht, wenn Sie anrufen. Ja, okay, ich verstehe. So, Herr Lossmann, dann auf den Grund melde ich mich genau bei Ihnen, also ich bin dafür da, also ich bin der persönliche Account Manager, ich bin dafür da, damit ich Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos unterstützen kann und zusätzliche Informationen weiterleiten kann, so wie die Handlungsprozesse aussehen, welche Zahlungsmethoden Sie haben, welche Vorteile Sie bei uns haben, ja? Ja. Aber allererstes möchte ich Ihnen gerne fragen, und zwar haben Sie bereits Erfahrung in dem Bereich Online-Handeln? Ja, ich habe schon mal eine ganze Menge Sachen bei eBay verkauft. Ich meine, mit die, was Böse zutrifft, also Aktienhandelungsprozessen oder Rohstoffe oder nee, Bitcoin und so weiter. Habe ich nicht in den letzten Jahren. Okay, das macht überhaupt kein Problem, weil von unserer Seite als Anfängersportfolio erhalten Sie genauso wie die Robotersystem, die schon bereits in Ihr Handelskonto integriert ist, noch wird Ihnen zur Verfügung ein Senior Analytiker stehen. Also zu seinen Aufgaben gehört für Ihnen eine persönliche Strategie heraussuchen, damit Sie meinen Griff die Börse haben, weil unser System, die funktioniert nach technischer und fundamentaler Analyse und natürlich die fundamentale und technische Analyse ist nicht immer gut für heutigen Tagen, weil heute ist Börse auch sehr von den Nachrichten abhängig. Und damit Sie auf keinen Fall zu Verluste kommen, erhalten Sie diese Dienstleistungen von uns komplett kostenlos. Weil also unsere Interesse, die entsteht nicht von Ihrem Einzahlungssummen oder von Ihrem Auszahlungssummen, sondern wir haben eine Provision von Ihrem Gewinnsummen. Also das, was Sie mit ihm gemeinsam verdienen, wird eine Provision von 1-3% haben und das wird automatisch an uns überwiesen, nichts mehr. Also das heißt, das entsteht dort unser gemeinsames Interesse, mehr Geld an der Börse zu erwirtschaften. Okay. So, haben Sie an der Stelle noch irgendwelche Fragen an mich? Ja, zum Beispiel, wie heißt Ihre Firma überhaupt? Das haben Sie noch gar nicht gesagt. Also Fintsunami. Wie bitte? Fintsunami lautet, heißt unser Betrieb. Können Sie, unsere Plattform. Können Sie das mal buchstabieren? Yep. Also F wie Friedrich, I wie Ida, M wie Nordpol, C wie Theodor, S wie Siegfried, U wie Ulrich, N wie Nordpol, A wie Anton, M wie Martha und I wie Ida. Fintsunami. Und dann, wie geht's weiter? Also, Sie haben schon bereits ein Handelskonto bei uns eröffnet. Ja, aber ich weiß Ihre Webseite nicht mehr. .de? Also, noch nicht. Nein, auf .com ist das. Ah, gut, okay. Also, lautet Ihre E-Mail-Adresse ludger.löfmann@gmail.com, ja? Das ist richtig, ja. So, an diese E-Mail-Adresse versende ich jetzt die Zugangsdaten von Ihrer Handelungsplattform. Dann besuchen wir Sie gemeinsam. Ja? Ja. Damit Sie sich schon einloggen können, Ihr Handelskonto nachschauen können und so weiter. So. Mhm. Gut, wo sitzt denn Ihre Firma eigentlich?
Es wird Ihnen bereits schon versendet. Also unsere Hauptabteilung befindet sich in Berlin, in der Reisberger Straße 76. So. Ah ja, gut. Und von wo aus rufen Sie jetzt an? Also ich rufe Ihnen aus Berlin natürlich, aber mit Hotline-Nummer. Das ist in Deutschland verboten, wenn Sie aus Berlin anrufen und Sie rufen mit einer Nummer aus Österreich an. Das ist in Deutschland schon verboten. Also, ich weiß nicht, wieso sagen Sie mir, dass es in Deutschland verboten ist. Das ist ganz normale Callcenter und das ist einen. Ja, trotzdem ist es verboten. Sie müssen auch von der Nummer anrufen, wo Sie sind. Und Sie sitzen in Berlin, sagen Sie, und da müssen Sie auch aus Berlin anrufen und nicht von irgendwo anders her und schon gar nicht aus dem Ausland. Und falls Sie an diese Nummer zurückrufen werden, Sie werden nicht sowieso nicht erreichen, weil wie ich gesagt habe, das ist eine Hotline-Nummer. Und ja, meine geschäftliche Nummer steht aber in E-Mail von mir. Na gut, aber Sie müssen eine rückrufbare Nummer angeben. Und Sie rufen jetzt mit einer österreichischen... Sie E-Mail von mir. Sie rufen aber jetzt, nein, nach deutschem Gesetz ist es nötig, eine rückrufbare Nummer zu nutzen, um jemanden anzurufen. Das ist deutsches Gesetz. Ah ja, deutsches Gesetz. Ja, dann genau. Nach deutschem Gesetz sind private Nummern sind auch verboten, ja, stimmt das? Was, private Nummern sind verboten? In welchem Land sitzen Sie, dass Sie so einen Unsinn reden? Herr Lossmann, falls Sie mich nicht verstehen, sagen Sie nicht, das ist kein Unsinn. Also falls jemand anruft und der hat bei zum Beispiel bei Vodafone eingegeben, dass seine Nummer nicht angezeigt werden soll, steht immer am Telefon Privatnummer und keine Nummer wird bezeichnet. Private Nummer steht nicht auf dem Telefon, da steht Incognito, also unbekannte Nummer steht da, nicht private Nummer. Es liegt nach dem, welche Handy Sie beherrschen. Also Sie haben scheinbar wirklich so richtig keine Ahnung. Meine andere Frage, also Sie sitzen in Deutschland, haben eine österreichische Nummer und wo sind Sie denn registriert? Wo sitzt Ihr Unternehmen denn? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Nasebar? Emilia ist mein Name. Ich rufe Sie von expresstrade.com an. Jetzt sehen Sie? Ja, ganz gut. Super, schön. Ich habe gesehen, Sie haben sich auf unserer Plattform ein Handelskonto registriert. Ja, deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren. Ich möchte Sie informieren auf unserer Plattform, wie funktioniert und so weiter. Ich möchte zuerst mal fragen, haben Sie eine Erfahrung mit Onlinehandel oder das ist das erste Mal für Sie? Sie wollten informieren, Sie wollten nicht Fragen stellen, sagt sie selbst. Ja, ich möchte Sie informieren, dann ich möchte Ihr Konto aktivieren. Ja gut, aber erstmal können Sie doch etwas über Ihre Firma sagen, statt Fragen zu stellen. Ja. Sie wollten Informationen geben, dann geben Sie Informationen. Ja. Ich möchte Informationen geben, dann ich möchte Ihr Konto aktivieren. Ihr Konto ist im Moment leer. Sie haben schon ein Konto registriert, aber Ihr Konto ist leer. Ich möchte Sie informieren. Ich muss Ihr Portfolio machen. Dann ich werde Ihr Portfolio, Ihr Konto betreuen, weiterleiten. Deswegen frage ich, haben Sie eine Erfahrung oder nicht? Ja, stellen Sie doch erstmal Ihre Firma vor. Ich weiß Sie ja doch gar nicht, ob ich mit Ihnen zusammenarbeiten will. Okay, ich rufe Sie von Portraits.com an. Wie können Sie das buchstabieren? Portraits. Können Sie es buchstabieren, bitte? Ihre Leitung ist so schlecht, dass Sie... Okay, Paula. Ja, weiter. Otto, Richard. Theodor, Richard, Anton. Dora. Emil, Samuel oder Sommer. Ja. Und weiter? .com. Ah ja, okay. Das ist Ihre Firma. Genau. Gut, okay.
Ja, Also und glaube ich, Sie haben einen Webanzeige gesehen und dann Sie haben sich mit Ihrem Handynummer und mit Ihrem E-Mail-Adresse ein Handelskonto registriert. nein, habe ich nicht. Ich habe Also kein woher? Handy. Okay, woher weiß ich Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer, Ihren Namen, Familienname? Können Sie mir sagen? Ich habe doch gesagt, ich habe kein Handy. Das ist keine Handynummer. Das ist eine Festnetznummer. Haben Sie Facebook oder Instagram? Nein, ich sagte doch, es ist eine Festnetznummer. Das ist keine Handynummer. Ach so, okay. Also möchten Sie Ihre Konto aktivieren, Herr Naseba? Bart, ich möchte ein bisschen mehr über Naseba? Ihre, ich möchte mehr über Ihre Firma wissen. Okay. Also, ich erzähle Ihnen jetzt unser zwei System vor. Das echte System ist das automatische System, was wir Algorithmus nennen. Bei diesem System müssen Sie nichts tun, das macht alles der Roboter. Und das zweite System ist das manuelle System. Das System ist für erfahrene Leute geeignet, da sie alles manuell selber machen müssen. Deswegen habe ich gefragt, haben Sie eine Erfahrung oder nicht? Ja, spielt ja erstmal keine Rolle. Ich habe schon Erfahrung. Okay. Wie Sie möchten, also automatisches System oder manuelles System, aber ich empfehle Ihnen das automatische System, weil der Roboter die besten Kurse für Sie automatisch verfolgt. Und haben Sie ein besonderes Interesse, zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, Gold, Öl, Amazon oder eine andere Kryptowährung? Ja, mein Oder erstes Interesse, das haben Sie ja bis jetzt schön vermieden zu beantworten, Informationen über Ihre Firma, nicht über das, was Ihre Firma bietet, sondern über Ihre Firma. Herr Nasebart, ich möchte Sie informieren, dann ich möchte Ihr Konto auf unserer Plattform aktivieren. Verstehen Sie? Ja, aber das weiß ich ja noch gar nicht, ob ich das aktiviert haben will. Sagen Sie doch erstmal, wo sitzen Sie denn Ihre Firma? Wir sind in Schweiz. In der Schweiz. Genau. Sie sitzen in der Schweiz und rufen mit einer englischen Telefonnummer an. Wir sind ein Callcenter, deswegen es gibt viele verschiedene Handynummer. Verstehen Sie? Ja, dann rufen Sie Ich mich doch mit. arbeite nicht, wir sind Großsystem hier. Ich arbeite nicht alleine. Ja, das mag ja durchaus sein, aber trotzdem ruft man nicht aus einem Drittland an in Deutschland. Das ist in Wir Deutschland schon, arbeiten das nicht, ist in Deutschland verboten. also wir arbeiten nicht nur Deutschland, Schweiz, Österreich. Ja, eben genau. Ja, Das wir heißt, sind Sie eine haben, internationale Handelsplattform. Sie haben in Deutschland keinen Sitz, keine Filiale in Deutschland. Es gibt keine Rolle. Möchten Sie Ihre Doch, Konto aktivieren? das spielt eine Rolle für mich. Also haben Sie einen Sitz in Deutschland oder nicht? Nein, wir sind in Schweiz. Ich Ja. habe schon ge gesagt. Natürlich. Ja, nee, gut, okay. Sind Sie eine erfahrene Firma? Wie lange sind Sie am Markt? Natürlich. Nein, also, das interessiert sich nicht, okay? Doch, das Ich möchte, interessiert mich. das interessiert sich nicht. Doch, das interessiert Das ist mich. meine, das ist meine Portfolio, meine, also, Ja, dann System. schalten Sie Das doch Ihr Konto interessiert frei. mich Wenn Sie nicht. mein Nein! Konto frei, wenn Sie mein Konto freischalten wollen, dann müssen Sie meine Fragen beantworten und nicht Ihre Fragen. So einfach ist das. Sie sind eine Betrüger, Sie sind eine Betrügerin. Ich sehe das schon. Ihre Webseite ist gerade mal 54 Tage alt. Sie haben kein, ja, natürlich, genau. Sie sind eine Betrügerin. Ja, lachen Sie ruhig. Sie sind eine Wirklich? Betrügerin. Oh, Okay. wunderschön. Ja, ist schon Okay. klar. Ich verstehe. Sie haben schlechte Erfahrung. Sie haben schon Ich vorher habe Geld mit verloren. Ihnen habe ich Es schlechte Erfahrungen, weil Sie tut den Kunden nicht beraten. Sie erzählen irgendwelchen Müll, der Ihnen passt und mehr können Sie nicht. mir Sie sind also ein leid. schlechter Scammer. Ja, genau. Wir telefonieren wieder. Ja, Ja, okay, tschüss. natürlich. Ja, klar. Okay, ja, natürlich, klar, ja, Ja, bye. natürlich, klar. Ja, tschüss. Tschüss, du Tschüss. Betrüger. Tschüss, Betrüger. Tschüss, die Betrüger. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Nasebart?
Ja, das ist richtig. Wer spricht da? Viktor Kaminski am Apparat. Ich melde mich von CryptoAdvisor. Sie haben heute eine Anmeldung gemacht. Ja, das ist richtig. Okay, super. Und schon ist er raus. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Mensa-Klopfer. Ja, wer ist da bitte? Hallo, hören Sie mich? Ja, wer ist da bitte? Emma Braun ist mein Name. Erinnern Sie sich an mich, Herr Mensa-Klopfer? Da war mal irgendwas, ja. Ihr Name kommt mir bekannt vor, ja. Wie bitte? Machen Sie doch einfach mal die Musik aus, dann hören Sie mich vielleicht ein bisschen besser. Erinnern Sie sich an mich, Herr Mensa-Klopfer? Ja, da, ich erinnere mich dunkel, da war irgendwas mit Ihrem Namen. Emma Braun. Ja, sagte ich doch. Also, Herr Mensa-Klopfer, Sie waren zusammen also beim Kontoaktivierung, beim Onlinehandel. Ja, und? Ja. Werden wir da so gleich weitermachen? Weiß ich nicht, was. Das ist ja nun schon ein paar Tage her. Ich weiß nicht mehr, was da war. Erzählen Sie mir, was war denn da? Also, wir werden es. Wir waren also beim Kontoaktivierung. Aber eigentlich, ich weiß nicht, warum haben Sie ja so gesagt, ich möchte das nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich merke mir ja nicht jede Firma, die bei mir anruft. Welche Firma waren Sie doch gleich? Von Bitcoin Prime. Ah ja, okay. Bitcoin 360, ja? Ja. Und wir waren also beim Kontoaktivierung und Sie hatten also nicht mehr. Bitte? Also können wir gleich also mit dem Kontoaktivierung anfangen? Ja, ich weiß ja nicht, warum haben wir es denn damals nicht aktiviert? Wie bitte? Machen Sie doch einfach mal die Musik aus, dann hören Sie vielleicht ein bisschen besser. Jetzt höre ich Ihnen besser. Na, die Musik ist ja immer noch an. Ich kann Ihnen hören. Ja gut, dann sagen Sie mir, warum habe ich denn nicht aktiviert? Da war ja dann irgendwas. Ich weiß es nicht warum, deswegen habe ich Ihnen heute wieder angerufen. Gut, von wo saß Ihre Firma noch gleich? Von Bitcoin 360, ja, Bitcoin.com. Was für Bitcoin 360? Ja, genau, Bitcoin 360. Das ist Das Ihre ist also Webseite. unsere Firma, den Bitcoin 360. Und die Plattform, wo Sie die Konto, also Ihre persönliches Handel und Konto haben, heißt Super Essen. Erinnern Sie sich daran? Ach ja, gut, okay. Ja, da hatte ich Ihnen doch gesagt, dass ich das nur auf Ihr Konto einzahlen will und nicht auf irgendeine andere Webseite. Aber das ist nur die Konto, mit dem Sie handeln werden. Aber unsere Firma insgesamt, also wie zu sagen, heißt Bitcoin 360. Okay, und wo saß Ihre Firma noch gleich? Wo ist unsere Firma? Ja. In Berlin. Also es gibt verschiedene Filialen, aber es gibt auch hier in Berlin, weil ich rufe Ihnen gleich von Berlin. Nee, Sie rufen nicht aus Berlin an. Woher rufe ich Ihnen an, denn? Sie rufen an aus Belgien. Aus Belgien? Ja. Nein, das stimmt Doch, nicht. doch, ich sehe es an Ihrer Nummer. Sie rufen aus Belgien an. Wie lautet meine Nummer? Kann ich Ihnen 49? sagen? Nein, nicht 49. Ja, genau, 49 Na, nein, 32248445095. Das ist Belgien. Nein. Doch, ich sehe es doch hier. Ich sehe es doch hier Was auf meinem meinen Sie da? Telefon. Ich weiß nicht, wie kommt das Ja, dafür? ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass Sie nicht aus Berlin anrufen, sondern aus Belgien. Das stimmt nicht, Doch, Herr ich sehe Mensa-Klopfer. es doch hier. Können Sie Meine mir einen Screenshot schicken dann?
Ich sehe doch, ich habe Ihnen die Nummer doch vorgelesen. Haben Sie Ihre Telefonanlage nicht im Griff oder was? Weil, wie gesagt, ich habe hier also die Telefon und die Nummer lautet 4. Nein, 9, das, 3, nein, 0, das stimmt nicht. 0932063. Nein, das stimmt nicht. Ich sehe es doch hier auf meinem Telefon. Sie rufen aus Belgien an. Also das haben Sie Ihre Telefonanlage nicht im Griff. Das wüsste ich nicht, dass es so ja, ich kommt weiß bei es, dem Kunden. Ich weiß es aber. Ich sehe es doch auf meinem Telefon. Aber sowieso, wenn ich abschöpfe, wir haben Filiale auf jedem Land, also in ja, aber in Europa. Das ist aber nicht seriös, wenn Sie auch sagen, Sie sind in Berlin und Sie rufen aus Belgien an. Weil ich rufe Ihnen aus Berlin, deswegen sage nein, ich. Nein, Sie rufen nicht aus Berlin, nicht, Sie rufen warum. Mit einer belgischen Nummer an. Ich weiß jetzt nicht, warum kommt die Linie, also mit dem... Ja, das weiß ich auch nicht, das ist doch Ihre Telefonanlage. Wo soll ich das wissen? Sie telefonieren doch damit. Ist das wichtig für Sie? Natürlich. Wenn ich Geld investieren will, dann will ich doch auch wissen, wo. Und wenn diese Firma schon mit einer belgischen Rufnummer anruft und sagt, sie ist in Berlin, dann ist das nicht seriös. Ich habe Ihnen doch gesagt, also ich rufe Ihnen aus Berlin, ja, aber ich weiß es nicht, warum. Und ich habe Ihnen gesagt, Sie rufen aus Belgien an. Ich sehe es doch. Ich sehe okay, es auf meinem Telefon. Okay, Sie sagten, Sie sind in Berlin. Okay. Ja, genau, ich bin in Berlin. Okay, wo sind Sie in Berlin? In welchem Sie Stadtteil? Meine Adresse. In welchem Stadtteil? Sie brauchen meine Adresse. In welchem Stadtteil erstmal? Ich werde Ihnen die Alkostraße 27. Ist in welchem Stadtteil? In die Postleitzahl 10587. Und in welchem Stadtteil ist das? Wie bitte? In welchem Stadtteil das ist? Ich habe Ihnen die Postleitzahl gegeben. Nein, ich habe gefragt, in welchem Stadtteil das ist. Warum brauchen Sie das? Ja, weil ich so einfach überprüfe, ob Sie überhaupt wissen, wo in Berlin Sie sind. Sie sind in Berlin und wissen nicht, in welchem Stadtteil das ist. Okay. Das ist in Charlottenburg, Herr. Ach so. Ja, in Charlottenburg. Mit einer belgischen Telefonnummer. Sehr seriös. Okay, Sie haben Ihren Sitz in Berlin. Okay. Als Firma in Berlin ja, muss genau. man, dann ist man ja auch bei der BaFin gelistet, richtig? Ja, genau. Sie können bei BaFin suchen. Okay, kein Problem. Mach ich sofort. Bleiben Sie einfach dran. Kein Problem, das mache ich direkt. Ja, machen Sie. So, dann geben Sie mir bitte Ihre BaFin-ID. Meine BaFin-ID? Ja. Sie können die auch mit dem Namen suchen. Warum brauchen Sie ja, die BaFin-ID? Ja, das wäre einfach, aber Sie können mir auch Ihren Namen Bitcoin, sagen. Bitcoin 360. Mit? Also Bitcoin 360. 360. Ja, das ist schon mal nichts, aber wir gucken mal weiter. So. Keine Ergebnisse. Wieso kein Ergebnis? Weil Sie sind nicht bei der BaFin gelistet. Doch, sind wir. Nein, sind Sie nicht. Bitcoin 360, haben Sie gesagt. Das habe ich bei... AI, sehen Sie? Bitcoin 360 AI. Auch keine Ergebnisse. Ja, aber mit Leerzeichen. Wo denn das Leerzeichen? Also Bitcoin, Leerzeichen, 360, Leerzeichen, AI. Bitte? Bitcoin? Weiter. Leerzeichen? Weiter. AI. Bitcoin, also 360, AI?
Bitcoin, Sie haben mich durcheinander gebracht. Ja, ich Bitcoin, merke das. Bitcoin, Leerzeichen 360, Leerzeichen I. Auch keine Ergebnisse. Auch keine Ergebnisse. Dann passt nicht. Ja, ich weiß, was nicht passt. Sie sind nicht bei der BaFin gelistet. Ja, genau, ich bin schon bei BaFin gelistet. Nein, Sie sind nicht bei der BaFin gelistet, sonst hätte ich ja Sie gefunden, Ihre Firma. Ah, so, Sie machen mir jetzt kaputt, Herr Messerklopfer. Was mache ich kaputt? Ich habe Ihnen so gesagt. Sie sind ein unseriöses Unternehmen. Sie lügen einfach nur. Sie sagen, Sie sind bei der BaFin gelistet und Ihre Firma ist gar nicht zu finden bei der BaFin. Lassen Sie mich ausreden! Lassen Sie mich ausreden, wenn ich rede! Verdammt nochmal! Seien Sie nicht so unfreundlich! Reden Sie nicht dazwischen, wenn ich rede! So, sind Sie jetzt fertig? Also, Sie sind nicht bei der BaFin gelistet, wie Sie gesagt haben. Also sind Sie ein Lügner. Sie sind also eine Scammerin. Eine kleine verschissene Scammerin. Eine Betrügerin, okay? Das ist soweit schon mal festgestellt. Sie sind eine Betrügerin, okay? Wollen Sie bitte Ihre Mutter grüßen und sagen, Mami, ich bin eine Betrügerin geworden. Bist du stolz auf mich? Ich werde Ihnen eine Strafe schicken. Ja, komm. Oh ja, los. Schicken Sie mir eine Strafe. Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich werde Ihnen gleich schicken. Ja, schicken Sie. Schicken Sie mir eine Strafe. Wunderbar. Schicken Sie mir. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Schicken Sie mir eine Strafe. Ja, komm, schicken Sie los. Verdoppeln Sie die Straße. Kein Problem. Los. Machen Sie hin. Ich warte. Ich warte. Los. Jetzt los. Zack, zack. Schiebko, Schiebko, zack, zack, zack. Ich vorbereite gleich. Ja, machen Sie fertig. Machen Sie fertig. Kein Problem. Schicken Sie mir die Strafe. Sie merken gar nicht, wie lächerlich Sie sind. Sie sind so ein schlechter Scammer. Und dumm sind Sie noch dazu. Sie wollen mir eine Strafe schicken als Betrüger? Sehr schön. Ja, ich weiß. Ja. Und vor allen Dingen, es lachen ja auch gerade noch Hunderte von Zuschauern. Hunderte von Leuten lachen Sie gerade aus, weil Sie live bei YouTube sind. Hunderte von Leuten lachen sich tot über Ihre Dummheit. So, raus ist sie. Ja. Alter, die dämlich. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Hier ist Thomas Rohl. Wir haben mit Ihnen gestern gesprochen. Erinnern Sie das über Arbeit auf dem Finanzmarkt? Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, aber ich erinnere mich ja, dass gestern haben wir kommuniziert. Also ich möchte Ihnen sagen, ja, dass ihr habt gefragt über unsere Registrierung bei unserem Unternehmen. Und es ist wichtig, ja, wir sind nicht deutsche Unternehmen und wir sind reguliert bei FCA. Wir arbeiten in ganz Europa. Sollen Sie das auch verstanden? Ja, aber Sie sagten doch, Sie sind in Deutschland. In Deutschland haben wir natürlich unsere Abteilung, ja, und jetzt arbeite ich in Deutschland. Ja, Augenblick, ich muss mal irgendwie gucken, also... Ja, prüfen Sie bitte das, das ist ein sehr wichtiger Moment. Und sagen Sie mir bitte noch, wie kann ich ihn erreichen? Zum Beispiel, wann möchte ich einige Nachrichten schicken oder noch etwas? Haben Sie vielleicht WhatsApp? Nee, habe ich nicht. Ich nutze kein WhatsApp. Okay, dann vielleicht einige andere Messenger oder was ist bequemer für Sie? Na, per E-Mail. Per E-Mail. Sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Die hatte ich ja Ihnen gegeben, oder nicht? Ja, um sich einzutragen, muss man die ja eingeben. Welche haben Sie denn da? Ja, ich habe hier ja Ihre E-Mail-Adresse joachim.rixbach. Bergheimer. Ja. jmx.de. Ja. Aha, super. Dann, okay. Wann werde ich einige Nachrichten haben? Ich werde sie gerne per E-Mail schicken. Na gut, dann tun Sie das. Okay, ja, super. Dann, und Sie auch, prüfen Sie bitte diese Information. Mein Leiter hat mir das geantwortet. Da ist dann auch Ihre Registrierung bei der FCA dabei, ja? Nein, Leiter von meiner Abteilung. Ja, aber da ist dann auch die Registrierung bei der FCA dabei, ja? Ja, genau, ja. Ich werde Ihnen das schicken, ja, unsere Registrierung bei FCA.
Ja gut, dann machen Sie das. Ja, super, danke schön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und dann bis später. Bis später. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Tino Bolka ist mein Name aus dem Unternehmen THC Pros. Herr Patrick Senfmüller würde ich gerne sprechen. THC Pros, ja. Senfmüller ist richtig. Genau, Sie haben sich ja eben registriert bezüglich des Thema Trading. Ja, aber nicht bei THC irgendwas. Sie haben sich auf einer Werbeplattform registriert. Richtig, ja. Genau. Und mit der sind wir ja in Zusammenarbeit. Sie haben sich da für uns registriert. Ah ja, okay. Genau. Ich rufe Sie jetzt aus dem Grund an, um mit Ihnen zusammen das Handelskonto zu aktivieren mit der ersten Einzahlung von 250 Euro. Ach, 250 Euro. Das ist bei Ihnen die einzige Summe, die man einzahlen kann. Nein, das ist die Minimalsumme. Ach so. Sie können mehr einzahlen. Das sagten Sie ja nicht. Okay, und wie funktioniert das? Ich würde Ihnen per E-Mail einen Link zukommen lassen für die Einzahlungsseite. Sie machen dann die Einzahlung und ich bestätige Ihnen dann und dann im Anschluss machen wir dann einen Termin für den Broker. Ja, aber ich weiß ja noch gar nicht, wie das funktioniert. Das klären Sie ja dann alles mit dem Broker. Ich möchte doch schon erstmal wissen, was Sie für eine Firma sind, bevor ich irgendwo was einzahle. Also, wir sind THC Pros. Wir sind eine Online-Trading-Plattform, wo Sie online traden können. Wie nennt sich die? Bei uns. THC? TRC. TRC. Und dann weiter? Pros, also P-R-O-S. Und welche Endung hat Ihre Webseite? trcpros.com. Ah, das sagten Sie ja auch nicht. Okay, gut. Okay. Gut, das haben Sie auch nicht gefragt. Ja, doch, ich habe doch gefragt, wie Ihre Webseite heißt. Und dazu gehört doch auch immer die Endung. Sie haben gefragt, wie unsere Firma heißt, nicht die Webseite. Na gut, mein Fehler. Okay, dann erzählen Sie mal was über Ihre Firma. Gut, was interessiert Sie denn konkret? Naja, wo Sie sitzen. Also der Hauptsitz der Firma ist in London. Aha. Dort sind wir seit 2014. Und deswegen rufen Sie mit einer österreichischen Nummer an? Wir sind europaweit vertreten, ja. Ah ja, okay. Das heißt, wir haben Sitz in Deutschland, Österreich. Es kommt nur darauf an, in welche Filiale Sie jetzt also ich habe... Ja, für mich ist natürlich Deutschland interessant. Natürlich, Sie werden ja auch mit Deutschland zusammenarbeiten. Ja, aber Sie rufen ja auch aus Österreich an. Deutschsprachig. Das eine spielt ja keine Rolle. Das ist ja nichts Schlimmes, dass ich aus Österreich anrufe. Ja, deswegen frage ich ja extra. Na gut, okay. Gut. Sie können bei uns traden. Minimaleinzahlung sind 250 Euro, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Bei uns können Sie ein vollautomatisiertes System bekommen. Das heißt, es ist eine künstliche Intelligenz. Die würden Sie zusammen mit dem Broker dann einstellen. Oder Sie können auch manuell handeln, wenn Sie da schon Erfahrung haben. Nee, mit was kann ich dann überhaupt handeln? Sie können mit Kryptowährungen handeln, mit Rohstoffen, mit CFDs, Sie können mit Währungsunterschieden handeln, verschiedene Sachen. Ja, CFDs, das ist ja nichts. Das ist ja nur ein Spiegelbild der Börse. Das ist ja nichts Echtes. Gut. Sie können handeln mit was Sie wollen. Das heißt, das klären Sie alles mit dem Broker. Ich möchte mit Öl handeln. Deswegen hatte ich mich ja bei Ölprofit angemeldet. Gut, das ist ja kein Problem. Sie können ja mit Öl handeln. Ja, gut. Das ist ja schon mal ganz sinnvoll. Gut, okay. Und Sie sitzen, was haben Sie sonst noch zu Ihrer Firma zu sagen? Also, was kann ich dann alles einzahlen? Wie Sie sagten, das ist Minimum. Minimum sind 250. Aufwärts gibt es kein Limit. Sie können einzahlen, wie viel Sie wollen. Ah ja, okay. Und gut, okay. Und wie lange sind Sie schon am Markt? Seit 2014, habe ich Ihnen eben auch schon gesagt. Ah ja, okay. Gut, dann sind Sie also eine erfahrene Plattform. Und der wie nennt sich das, der Broker, welche Erfahrung hat der? Der hat eine langjährige Erfahrung.
Broker müssen Erfahrung mindestens von 10 Jahren bei uns im Unternehmen haben. Ah ja, und welche Ausbildung hat der? Weil das ist ja das Interessante. Das weiß ich nicht. Ich kenne den ja privat nicht. Ja gut, aber das ist doch für Investoren interessant. Ja gut, das müssen Sie den dann fragen, nicht mich. Und ja gut, dann stellen Sie mich mal zu dem durch. Das geht nicht. Sie müssen erst Ihr Handelskonto aktivieren, um mit einem Broker zu sprechen. Und wie aktiviere ich das Handelskonto? Mit der Einzahlung von 250 Euro. Ach, das heißt, ich muss erst einzahlen und dann kann ich den Broker fragen, welche Ausbildung er hat. Dann können Sie allgemein mit dem sprechen. Ja, eben. Aber erst muss ich einzahlen. Ja. Genau. Richtig? Das heißt, richtig. Wenn Sie ein Auto kaufen, dann kaufen Sie das Auto erst und machen dann die Probefahrt, richtig? Hab ich auch schon gemacht, ja. Ja, ein normaler Mensch macht sowas nicht. Der macht erst die Probefahrt und dann kauft er das Auto. Stimmt nicht. Es gibt Millionen von Menschen, die so Autos kaufen. mein Gott. Ich würde mein Auto nie erst kaufen und dann bezahlen. Ganz klare Sache. Alles klar. Ja. Dann müssen Sie Ihr Auto woanders kaufen. Nicht ja, bei uns. Bei Ihnen, Sie verkaufen ja auch keine Autos. Das war ironisch gemeint. Ja, sehen Sie. Also einen Ironieverein brauche ich nicht. Alles klar. Gut, dann schicken Sie mir doch einfach mal die Daten. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Dann kommen wir vielleicht weiter. Alles klar. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Ah ja, okay, als Scammer. So viel also zum dritten Teil der bunten Tüte. In Teil 4 geht es demnächst weiter. Und wie immer gilt, lasst mir gerne einen Daumen und einen Kommentar da und abonniert gerne meinen Kanal und drückt die Glocke, um keine meiner weiteren Videos zu verpassen. Und damit verabschiedet sich der Callcenter Crusher und wünscht euch alles Gute.